Wir haben ja in den letzten Streams super viel rumprobiert. Mit den verschiedensten Chars, den verschiedensten Klassen, haben die mal so ein Stream lang oder zwei Streams lang gespielt. Und ich habe mich tatsächlich in den Totenbeschwörer mit am meisten verliebt. Den würde ich gerne auf EU12 ein bisschen aktiver spielen. Vielleicht machen wir auch eine Twink-Gilde. Viele waren ja immer ein bisschen traurig, dass die Gilde auf EU4, wo ich ja als Main-Spieler auch ziemlich schnell voll war. Wir auch echt viele Member haben, die aktiv dabei sind, sogar noch aktiver als ich. Und ich mache schon jeden Tag meine Dailies und so. Diese verdammten Zauberer, ja, wie auch immer die das schaffen. Und das soll unser Plan für heute sein. Ja, wie immer findet ihr, wenn ich selber auch Codes für Shakes habe, die entweder auf YouTube in den jeweiligen Videobeschreibungen oder auf Twitch mit Ausrufezeichen Shakes im Chat oder dann im Discord, auf Twitter, überall, wo ich es dann entsprechend raushaue. Ja, und erstmal schauen wir beim Main, mit dem ich mich dann heute vorm Zu-Bett-Gehen, wo ich ja sonst immer spiele, gleich ein bisschen Gildenkampf zurückgehalten habe. Und wir wurden von mehr aus Blumen kaputt gehauen. Oh oh, 20 Ehre verloren, Junge. PvP sieht nicht gut aus, aber bleiben wir halt beim PvE. Guck mal, wie viele wirklich mitmachen. Yo, die ganzen grünen Schwerter sind Zusagen für den Raid, ne? Yo, ich meine hier unten, die Brüder sind auch noch ein bisschen low-leveliger, aber guck mal hier oben. Ratatata macht es da, Junge. Das ist doch insane. Ich möchte einmal erzählen, dass der Khan-Mage in Panda Remix bisher mega Spaß macht, was alle Mobs sind einfach Two-Hit. Ja, das ist natürlich dann wirklich geil, ne? Das kann man sich mal gönnen. Hier war ich schon fleißig. Arena könnten wir mal schauen. Ja, da sieht es im PvP wieder okay aus, aber hier war ich ja jetzt schon an den Platin-Stufen dran. Yes, yes, weil vorher habe ich ja auf die Arena wirklich in keiner Weise irgendwie einen großen Fick gegeben, aber mittlerweile hat mich der Ausbauwahn so ein bisschen gepackt und auch das regelmäßige Opfern, um die Runen dann zu pushen, ja. Da habe ich schon Bock drauf. Und Craft, tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber die Gilde Taylor Gang, wo auch mehr aus Blumen drin ist und ihr verloren habt, da bin ich drin. No way. Dann ganz liebe Grüße an die Gilde und Shoutout an mehr aus Blumen, die uns mies auseinandergenommen hat. Die Rache wird kommen. Jawohl. Die Revanche, die ist in the making. So, Haustiere hatte ich auch. Ich glaube, Dungeons hatte ich auch schon gecheckt. Ich habe, meine ich, vor allem den Elevator aufgehoben und habe eine liebe Empfehlung bekommen, auch die Edelsteinmine mal weiter auszubauen Richtung Stufe 10, weil wir dann wohl auch noch irgendwas Cooles triggern können, wo ich das ja wegen den geringeren Kosten auf niedriger Stufe erstmal so gelassen habe. Aber mittlerweile schwimme ich ja doch ganz gut in den verschiedensten Ressourcen. Darum ist der Edelsteinminenausbau vielleicht auch eine Idee für die nächste Zeit. Ich kriege ja auch immer ganz lieb Pilze zugesteckt, aber das ist häufig so teuer. Ich meine, hier jetzt, ne, für die verbleibende Zeit entsprechend billig, aber sonst geht das ja immer gleich in die Tausenderbereiche, ne? Da denke ich mir, Bruder, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und darum bin ich mir noch nicht sicher, was ich da als nächstes ins Auge fasse, freue mich aber immer über euer liebes Feedback, egal ob auf Twitch, YouTube oder sogar per PN dann hier. Ja, wenn ihr irgendwie Codes eingeben wollt, wie jetzt meine zum Beispiel, dann müsst ihr hier oben einfach auf das Plus gehen und dann einmal ein bisschen runterscrollen und dann habt ihr hier Coupon einlösen, da gebt ihr dann den Code ein und zack, müsstet ihr eigentlich in wenigen Sekunden alles in der Post haben, was es dann so an Boni zu kriegen gilt. Yo, Elevator, sind wir beim letzten Mal ja schon ganz gut weit gekommen, was war mein Bestes? 128. Mopsler hat die 155, 133 bei Wadebausch, Michel 127. Ja, ja, das sieht schon ganz ordentlich aus, ne? Mal gucken, Darky auch hier, 116, ey, na, wir schauen mal, wie wir vorankommen. Und dann gucken wir, wie es auf dem neuen EU-Server aussieht. Gucke, da im Hintergrund sehe ich den Wurm wieder, wo wir vorhin über dieses Trampeln auf dem Boden geredet haben, ja, und das Rauslocken der Insekten. Da muss man mit Dune wirklich vorsichtig sein. Und da habe ich ja auch meinen Wurm gezähmt, Zwinker-Smiley, in der TWW-Alpha. Da gab es auch eine große Höhle. Vorsicht, Mini-Open-World-Gameplay-Spoiler. Und in dieser Höhle hattest du so eine Lautstärke-Leiste. Und umso mehr du gekämpft hast, umso mehr du dich bewegt hast, umso höher ist diese Leiste natürlich geschossen und umso mehr Würmer sind um dich rum aufgetaucht. Ja, und da konnte ich den, na, wollte schon sagen, mach mir keine Angst hier. Da konnte ich den einen Kollegen dann auch direkt zähmen.
und den bisher behalten. Das Besondere ist eben, dass das ein Würmchen ist, das so über den Boden slidet, ja, das zur Hälfte eigentlich in der Erde steckt. Und jetzt fiebern wir alle immer so ein bisschen mit bei jeder Alpha-Runde, ob der noch da ist, ob die das rausschmeißen oder ob man tatsächlich auch solche Pets dann zähmen kann. Es gibt ja auch immer den großen Wunsch, dass man aquatische Tiere zähmen kann und die dann in so einer Luftblase, ja, oder eher Wasserblase hoffentlich, wie einige Haustiere hinter einem herschweben. Bin ich gespannt, ob sie da auch für die Hunter ein bisschen was verändern. Wir haben ja schon ein neues Stallinterface auch bekommen, ja, das deutlich schöner ist und auch deutlich mehr zu den Tieren in einer besseren Übersicht, finde ich, erklärt und da gewisse Filteroptionen mit sich bringt. Darum sollte man auch da niemals nie sagen, ne? Ich bin gespannt. Kleinfinger, hi. Und Dark Gaming mit der 7 am Start. Dankeschön. Ja, ich habe mich auch ein bisschen umgesehen in der deutschen Shakes-Community. Gerade wenn ich mir bei irgendeiner Sache unsicher war, da gibt es ja genauso viele, ich sag mal, Guides und Erklärungen, Let's Plays und Co., wie wir es aus dem WoW-Bereich kennen. Saß ich auch schon manchen Abend hier, hab mir noch ein 10-Minuten-Video zur Arena angeschaut oder wie Leute dann noch einen Timer durchlaufen lassen, wann sie diesen und jenen Erfolg haben. Auch Erfolge. Junge, die Prox. What? Was waren die Prox gerade? Das sollte einen Erfolg geben. Aber bei Essen auf Rädern again. Bei Erfolgen habe ich ja noch gar nicht weiter gezielt reingeschaut, aber ich war auch schon drin so in den Communities, ne? Habe so ein bisschen gebadet und gesehen, dass ich in manchen Teilen meiner Reise hier noch ziemlich am Anfang stehe, ja. Wenn du da auf einmal Leute hast, die so bei Shakes reinschwitzen, wie ich bei WoW, da wird dir immer erstmal anders, ja. Oder wenn ich mal wieder abends ein bisschen League of Legends spiele und habe dann davon Content in meiner Timeline und gucke da rein und denke, boah, ich spiele so einmal im Monat einen Aram, ja. Und dann guckst du so bei den heftigen Suchtis rein, wie wir es nur von Azeroth gewohnt sind und auf einmal machen das andere Communities auch, ne? Wild. Was ist der Sinn von diesem Spiel? Ja, Sinn ist immer schwierig. Also der Sinn ist vor allem Spaß haben natürlich, höhö. Aber es hat im Grunde klassische RPG-Aspekte, würde ich sagen. Ja, du hast eine Klassen-Rassen-Auswahl. Und du musst deinen Char equippen, du kannst Werte verteilen, du kannst dir Reittiere holen, du kannst auf Quests gehen, du kannst sie entsprechend buffen, Items sockeln, Items dann entwerten bzw. zerlegen, aber auch aufwerten. Du hast eine Gang, ja, du hast Begleiter, die du so wie in Diablo quasi equippen kannst. Und dann stürzt du dich in Dungeons, ja. Dungeons mit verschiedenen Bossen, die du freischaltest, die in der Regel einen gewissen Easter Egg-Charakter aufweisen. Also möglicherweise erkennt ihr hier den ein oder anderen Charakter, den man nicht nur aus Shakes and Fidget kennt. Und dann, ja, steigst du immer weiter auf, ne, bekommst immer fettere Epics, schaltest immer mehr Dungeons und Gegner frei. Und dann hast du sowas wie einen Festungsaufbau, wo du deine eigene Festung ausbaust, andere angreifen kannst, hast du auch ein kleines PvP- und Arena-Manager-System, wo du dann hier eben, ja, Bonuswerte für dein Equip verdienen kannst oder dich eben mit anderen duellierst. Was haben wir noch? Wir haben Haustierkampf, wie wir es von WoW kennen, ja, wo du auch leveln und sammeln und aufwerten kannst. Und dann haben wir auch Gildensysteme, ja, wo du auch Gilden-Raids gemeinsam machen kannst oder dann rundenbasiert mit jedem Member quasi gegen die Gegner vorrückst. Kannst auch andere Gilden angreifen. Also es gibt sehr, sehr viel zu tun. Und das Spiel hat sich über die Jahre auch weiterentwickelt, ist auch kostenlos spielbar, mittlerweile sogar über Steam. Und wir haben vor vielen Monaten mittlerweile ein Angebot bekommen, dass wir als Sponsored Content mal wieder reingucken. Und ich dachte, geil, weil Shakes and Fidget habe ich früher schon vor vielen, vielen Jahren mit meinen Freunden gespielt, als wir noch nach der Schule gemeinsam alle into Azeroth eingeloggt sind und dann elendig lange Dungeon-Invite-Zeiten hatten oder elendig lange Greifenflüge. Und dann haben wir nebenbei ein bisschen Shakes and Fidget gespielt oder wer sich noch erinnert, so Sachen wie Peggle oder Penner Game. Ja, so ein paar Browser-Games und heute würde man vieles davon unter Candy Crush-artig zusammenfassen. Und dann habe ich sehr lange Zeit aus den Augen verloren, wurde dann mal wieder eingeladen und seitdem bin ich eigentlich wieder relativ süchtig geworden. Ja, und so streamen wir immer jeden Monat ein paar Runden, gucken, was sich so getan hat, quatschen ein bisschen, nehmen Events mit. Ja, Events sind auf jeden Fall auch hoch im Kurs. Gefühlt jedes Wochenende ist irgendwie ein Bonus und sei es nur für die EP. Wir haben mittlerweile eine ganz gut laufende Gilde, mit der viele Sachen gehen, mit der wir auch viel schon freigespielt, viel ausgebaut haben. Und man kann einfach sehr viel in dem Spiel machen, ohne jetzt irgendwie, ich sag mal, zu viel
zu viel Zeit auch aufzuwenden, weil eben viel schön nebenbei geht. Ja, und auch das Gameplay, du hast es gerade gesehen, das Gameplay jetzt überschaubar ist. Ne? Du musst halt viel im Vorfeld über deine Werte und Buffs regeln und dann, ja, läuft es quasi in dieser Form ab. Für mich immer das beste Spiel für lange Greifenflüge gewesen und mittlerweile, dank der auch vielen neuen Funktionen, die über die Jahre dazu kamen, sogar ein bisschen mehr, ja. Bisschen mehr. Kam ich an dem schon ohne Item nicht vorbei? Den haben wir doch platt gehauen. Ja, wollte ich das sagen mit günstigen Proxy. Hör mal, bei Obelix, da wurde es, glaube ich, langsam kritisch. Ich glaube, so viele neue Equip-Teile oder Werte habe ich nicht bekommen, als dass wir den ohne guten Snack schaffen. Man darf gespannt sein. Der Hintergrund soll übrigens so verstörend sein. Wir kämpfen uns beim Hell-Evator ja durch die Hölle, ne? Stockwerk für Stockwerk und sind hier gerade in der Völlerei-Abteilung. Wo alle sich schön fett fressen, Junge. Der blaue Edelstein. Stimmt, der ist frisch ausgegraben, ne? Der muss eigentlich mit nach oben, ja. Ein paar Sockel auf der Bank, Junge, das darf nicht fehlen. So. Was haben wir hier denn? Dosenspinat. Kritischer Schadensbonus. Oh, der kann aber wirklich gut sein, ne? Ich glaube, den kaufen wir mal. Und gehen mal wieder rein. Haben wir besser... Wow, direkt im ersten. Okay, krass. Ich dachte, wir verkacken noch. Der möchte gern. Der war, glaube ich, auch noch ganz gut zu handeln. Mal gucken. Odino, 15 Monate auch schon, ne? Wahnsinn. Junge, vielen lieben Dank. Dankeschön. Den guten Pfand sammeln ja im Penner-Game. Oh, Junge. Pfand sammeln und irgendwann beim Wolfsrudel landen, ne? Das waren so die Ziele, ey. Immer heimlich im Informatikunterricht früher gezockt, ja. Schön Browser-Game. Das war auch insane. Heute nennt man das AFK Arena, früher war es Penner-Game. Maverick, hi. Wir haben ein weiteres Alpha-Chapter geschafft, tatsächlich. Und hatten... Ja, ich würde sagen, das Ende mit dieser Sturmkrähen-Reihe, würde ich es mal nennen. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. War auf jeden Fall sehr, sehr fett wieder. Und zuvor waren wir schön am Remixen, haben wieder Daily Boni geholt, ich konnte mir meinen Flammenkessel kaufen hier, das super teure Spielzeug, ey, das hatte ich ja noch nicht. Und dann waren wir noch schnell NHC durchflitzen, ja, ein bisschen gesabbelt, ne, schön entspannt, jetzt noch ein bisschen Shakes auf Ehre, war geil. Und wir haben lange Zeit auch WoW-Quiz nebenbei gemacht, genau, also wenn wir keine großen Events haben oder uns jetzt nichts neu angucken, dann ist das Gameplay eben ein sehr ruhiges. Ja, wo wir sonst Story-Games außerhalb von WoW spielen, wo wir irgendwie ein bisschen zuhören müssen und ein bisschen konzentriert sein müssen, also ich zumindest, und da dann auch mal Fights haben, die ein bisschen länger gehen, ist es hier dann häufig sehr entspannt, das Leveln. Da haben wir nebenbei immer ein bisschen WoW-Quiz gemacht. Das haben wir allerdings mittlerweile durchgespielt. Ich habe noch genau 2 Karten. Mal gucken, ob wir heute dann eine so ruhige Passage haben, dass wir diese 2 Karten auch noch verbraten. Aber in der Tat haben wir das so oft zelebriert, dass das quasi... Oh, da ist er down, der Asmodan-Cosplayer, jawohl. Dass er quasi auch schon in den letzten Zügen liegt, ja. Da muss ich mal neue Fragen finden oder einfach von vorne anfangen. Haben bestimmt alle die ersten schon vergessen. Auch wenn es nicht so mein Genre ist, die Grafiken feiere ich, die sind einfach genial. Definitiv. Also was dem Game sehr hoch anzurechnen ist und auch den Entwicklern ist, dass sie einfach nicht so richtig ernst nehmen. Ja, egal ob den Zuckerrausch-Gnomen oder mein Favorit ist ja immer noch vom Winter-Dungeon, wo wir dann den Lichtking hatten, aber als Eishockeyspieler, ne? Wo Frostgram dann so ein aufgeblasenes Schwert war, so ein bisschen abgeknickt, wie dann hier beim Eishockey-Ebene mit den Schlägern. Also das ist ja pures Memeing im Grunde. An den komme ich, glaube ich, auch nicht so einfach vorbei. Aber das war ja bei den Dungeons ja auch so, ne? Das ist ja ein kompletter GOT-Dungeon. Hier haben wir komplette Hogwarts dabei. Ich meine, die altehrwürdige Zauberschule. Hier haben wir Helmoridor, ne? Mit Schmauch. Junge, Psychose. Hier drüben die Liga der Superhelden sind wir beim 1000 Punchman. Aber das ist Mage, da komme ich, glaube ich, noch nicht dran vorbei. Dann haben wir hier auch noch, ne, Bahnhof mit dem Gleis 13/6/9 und so weiter. Also das ist eigentlich alles komplett Fiebertraum, ja, nordische Götter. Und da erkennt man sehr, sehr viel wieder. Und sehr, sehr viel ist wirklich kompletter Fiebertraum. Hier nehmen sich immer selber auf den Korn was, sich selber aufs Korn und machen ihre Entwickler so ein bisschen mit rein, ja. Mit ihren Vor- und Nachteilen während des Entwicklungsprozesses.
Und das ist, ja, immer ein bisschen Delirium. Wer da Bock hat, das alles im Detail zu sehen, kann ich euch meine Shakes-Playlist auf YouTube sehr ans Herz legen. Da haben wir, vor allem wenn solche Event-Dungeons waren, die auch mitgenommen. Was hatten wir letztes Mal? Letztes Mal war Thema Märchen. Na, da hattest du als Boss dann so Ursula, die ein Fischbrötchen ist, und in dem Fischbrötchen war Ariel drin. Also wirklich völlig geisteskrank. Und da lassen sie sich immer richtig krank gehen einfach. Man muss es so sagen. Aber genau das macht es dann eben auch nochmal echt speziell, weil du nie weißt, welche weirde Gestalt jetzt als nächstes auf dich wartet. Was haben die denn? Die machen Eisschaden. Eis-Eis-Baby-Schaden. Blitzschaden, Feuerschaden. Schaden durch Waffe. Schaden durch Waffe. Boah, ich hätte ja gern was. Was ist hier? Schadensreduktion, Widerstand gegen Feuer und gegen Eis. Bonusprozente auf Waffenschaden. Nehmen wir mal den mit. Yes, yes, ja. Und vielleicht kriegen wir die dann kaputt. Oh, kriegen wir wirklich. Wow. Ja, ein, zwei Hits hätten wir sogar noch ausgehalten, ey. Cool. Und der Buffet-Connoisseur. Ich weiß nicht, ob wir den letztes Mal noch geschafft haben, wenn ich ehrlich bin. Haben wir. Aber jetzt die ausgehungerten Kameraden. Die machen auch wieder Eisschaden, ne? Da wäre dasselbe Item nochmal jetzt eigentlich insane. Weil ohne muss ich es, glaube ich, gar nicht probieren, oder? Kriegen wir nochmal einen goldenen? Das ist er, oder? Nee, wait. Blitzschaden, Feuerschaden. Mehr Schaden durch die Waffe. Das ist er nicht. Shit. Was ist hier? Widerstand gegen Feuer und Blitze. Geschick und Int. Oh, come on. Widerstand gegen Blitze. Widerstand gegen Eis. Pfefferminz-Kaugummi. Ja. Von diesem Level hat Westernhagen schon gesungen. Mit Pfefferminz bin ich nicht der Prinz. Okay, what? Wie doll hauen die rein gerade? What? Oh, da komme ich, glaube ich, nicht durch. Ist das meine Mauer? Sind wir letztes Mal hier auch gewiped? Welches Stockwert ist das? 126. Boah, Mobster ist halt bis 155 gekommen, die Legende, ne? Der ist aber auch 357. Ich bin 325. Aber die hätte ja gern noch mit dem teuren Pfeffi jetzt... Ja, kaputt gehauen. Das ist das Geile bei meiner Berserker-Klasse, ne? Da kannst du ruhig immer ein bisschen reinschwitzen in mehrere Tries, weil, wie wir es vorhin gesehen haben, du kannst so mehrmals hintereinander procken. Ja, wie beim Dudu-Tank mit seinem Hauen hier um sich rum. Bam, wieder und wieder und wieder. Nice. Lebender Kuchenmann. Oh, close one. Der macht auch Eisschaden. Wait, den kriegen wir auch damit. Ja. Dekadenter Genießer. Warum machen die alle Eisschaden? Wir sind da in der Hölle, Mann. Ist es Impel Down oder was? Aber so close, den will ich auch noch. Komm, den will ich auch noch. Ich brauche noch mal was gegen Eisschaden. Widerstand gegen Eis. Hier, komm, was Kleines. Muss ja nicht das Goldene sein. Und dann... Oh Gott. Oh, das ist wiederum jetzt der Nachteil an der Klasse, denn manchmal prockt sie halt gar nicht. Ey, wir kommen ja überhaupt nicht mehr in den Bereich, wo er eben killable war. What the fuck? Ah, yo. Was? Junge, wie das auseinandergeht. Hilfe. Muss man die alten Comics wieder rauskramen? Die müsste ich noch irgendwo haben. War da nicht ganz früher was, dass sie umarbeiten mussten wegen Blizzard? Boah, so krass war ich am Anfang noch gar nicht vernetzt, glaube ich. Aber es würde mich nicht wundern, um es mal so auszudrücken. Ulduar-Mucke, ich habe Dunmorok angemacht. Da könnte aber auch Ulduar mit drin sein, wa? Es ist Dunmorok-Atmosphären-Mix, also bestimmt auch so Richtung Ulduar-Eisenschmiede, ja? Gibt's auch Widerstand gegen Staatsgewalt? In der Hölle bestimmt nicht. Nein, nein. Da sind alle ganz lieb und hörig. Hänschen und Gretchen. Die will ich eigentlich auch noch kriegen hier, Junge. Die haben zwei Zitronen dabei. Zwei Zitronen, aber die machen Blitzschaden. Ja, Blitzschaden, das hilft uns gerade auch nicht so, ne? Gegen Blitze, come on. Der gute Pfeffi wieder, Junge. Das hält zwar nur drei Ebenen, aber wenn wir eh an denen schon nicht vorbeikommen... Los, ich werde wohl Hänsel und Gretel noch schaffen, oder nicht? Ja. Oh nein, so close. Come on, aber es ist möglich. Es muss nur einmal mehr procken grad. Das ist so ein bisschen Mausklick-Simulator. Man kann, glaube ich, auch Enter spammen, ne? Die Enter-Taste, ja. Was macht ein Pirat im Büro? Die Enter-Taste drücken, Junge. Oh mein... No way. Da ist so original dieselbe Geschichte wie gerade, oder nicht? Oh nein. Oh nein. I tried. Nee. Aha. Ja, ich wollte mich, ne, war ein bisschen Taktik so. Psychologische Kriegsführung, wollte mich geschlagen geben. 536k. Huh, danke.
Danke, Hänschen. Dionysos, ja. 268, aber wieder Eisschaden. Da haben wir 57% mehr Widerstand bei. Das muss ja auch möglich sein, oder nicht? Das sieht immer nicht so aus, aber wir wissen, wir sind nur einen guten Proc davon entfernt, den unter die Hälfte seines Lebens zu kloppen, aber... Ja, auch da bleibt dann noch eine Menge übrig unter der Hälfte, ne? Scheiße. Na gut. Ich glaube, bei Stockwerk 130 bin ich aber auch happy. Da sind wir gleich auf mit Kriegsorg. Und da sind wir gleich auf mit Grotzig. Das ist auf jeden Fall voll okay. Und ich glaube, in der Gildenrangliste sind wir mit 435.000 auch gar nicht so schlecht, oder? Junge, Outer Banks hat 2 Millionen. Was ist bei denen los? Wir sind in der 12 drin. In der 12. Jo, wir sind einfach in der Top 50. Das ist aber schon geil, ne? Also mich freut das immer, dass die Taylor Gang. Grüße gehen raus. Und da ist meine Eier tun weh. Hey, Mann. Gute Gilden hier in Gruppe 12 anscheinend. Und auch gar nicht so weit auseinander alle, ne? Mal sehen, ob sich da noch was tut in den nächsten Tagen. Aber overall finde ich das immer ganz cool, dass wir tatsächlich mit der Gilde mittlerweile irgendwie zu finden sind, ja? Dass das einfach so eine Idee war, wir gucken mal, ob wir Bock haben. Aber gucke da, Top 50, Alter. Mal sehen, ob wir auch noch aufsteigen. Aber ihr gebt auch noch Gas, ne? Ja, ja, die Taylor Gang, Junge. Müssen wir aufpassen. Epische Schlachten in Shakes and Fidget. Taylor Gang gegen meine Eier tun weh. Hey, Mann. Die Kriegsenten und die Bärtigen. Das ist ja nur toll. Haben wir noch was so krasses? Die Veteranen, das Planschbecken? Welten im Wandel. Klingt aber auch wild, ne? Der Toxiclan, die Bären, die Kampfkekse, ja. Love is Anime, Bruder. Love is Anime, ist das schön. Und Generation Z, die ist auch dabei. Großartig. Ja, wild. Wild, die Gildenrangliste. Sehr, sehr schön. Und wir sind auf 130, da freue ich mich. Der Elevator, der setzt ja auch immer ein paar Stockwerke zurück, ne, dass man sie nochmal hochkämpfen kann. Man ist ja also auch während dem Event dann nicht einfach nur hart stuck, sondern kann sich dann nochmal hochkämpfen, wieder Belohnungen sammeln hier für die ganze Gang. Das ist schon ganz schön, das ballert. Ja, was wir neu haben, ist ja ein neuer Server und ich habe ja gesagt, ich will eigentlich bei all dem, was wir jetzt twink-technisch ausprobiert haben, will ich auch mal ein bisschen fester twinken und habe deswegen meinen Bon Jovi als Totenbeschwörer jetzt hier auf diesem Server auch erstellt, hab schon ein bisschen reingelevelt, nochmal geschaut, wie war das jetzt mit den Stats, wie war das jetzt mit den Spielfunktionen und konnte hier dann auch direkt meinen eigenen Code benutzen und gleich Reittier und so weiter leechen. Dann würden wir den einfach ein bisschen spielen und der Necro, der ist insofern besonders, dass er eben Beschwörungen macht, ja. Du hast eine Chance von 50% statt eines Angriffs, einen von drei untoten Schergen an deine Seite zu beschwören und der greift die Gegner dann an. Shai räumt gerade bei uns im Hintergrund ein bisschen um. Nicht wundern, wenn er was hört. Ist höchstwahrscheinlich kein Einbrecher. Oder doch? Vorsicht, habt die Fenster trotzdem im Blick. Und der greift dann quasi mit uns an. Ja, gegen Dämonenjäger ist unser Schaden erhöht. Und im Kampf gegen Magier kann ich aber keine Schergen beschwören. Also Magier bleiben weiterhin der Feind, ne? Kann ich ja schon genau mit dem Man nicht leiden, also der Teil ist irgendwie verwoben mit meiner Existenz, I don't know. Und das ist eigentlich auch ganz witzig dargestellt im Fight, weil du dann so ein neues Angriffsmuster bekommst, ne? Das können wir ja maybe mal sehen. Sollte ich schon fighten? Warum nicht? Komm, wir fighten mal den Dudu hier gerade. Maybe haben wir Glück und sehen das einfach mal, Chance von 50% da. Jetzt haben wir diesen dicken Fleischgolem beschworen. Der Dudu verwandelt sich mit seiner Klaue, aber bei uns bounced quasi dieser kleine Golem jetzt hier mit seinen Faustschlägen rein, ja? Ja, ist eigentlich ganz fancy gemacht, vor allem wenn man bedenkt, wie mein Totenbeschwörer aussieht. Also da habe ich mich so ein bisschen verliebt in diese Animation und darum dachte ich, von allem, was wir neben meinem Man jetzt getestet haben, kommt eigentlich ganz lecker, ja? Meine Gilde ist auf Platz 20 mit 22 Leuten, auf Deutschland 43, spiel schon etwas länger. Ja, geil. Deswegen sind auch diese neuen Server häufig interessant, weil es dann natürlich Leute gibt, die sagen, hey, neuer Server, ich fange da mal an. Und du hast auch Leute, die aber sagen, ey, ich schwitze übel rein, ja, und versuche jetzt mal rauszukommen aus meinem festen Muster und versuche irgendwie direkt ein paar Ränge zu machen und so. Ist immer ganz interessant. Da fällt mir die eine Sendung aus dem Film Idiocracy ein,
Die hieß doch auch nur Aua, meine Eier. Das wird auf jeden Fall gut zu diesem Film passen. Ne? Von dem redet mein Vater auch heute noch häufig ganz begeistert. Vor allem, wenn es um das Thema Blumengießen geht. Ne? Großartig. Jo, Freunde, ihr habt es vorhin angesprochen, weil wir werden jetzt hier einfach ein paar schöne Expeditionen rushen. Ne? Bisschen auf die nächste Pandemie vorbereiten hier mit Toilettenpapier. Let's go. Und ich habe ja noch zwei von unseren WoW-Quiz-Karten, während ich Baby-Elefanten töte. Okay, cool, wir haben nichts gesehen. Und die können wir natürlich heute sehr, sehr gern verbraten. Und können dann auch gerne gucken, ob wir hier eine Twinkel da aufmachen. Für alle verirrten Seelen, die irgendwie sagen, hey, würde gerne irgendwie auch ein bisschen mittwinken. Ne? Dann können wir das hier gerne einrichten. Und die wird dann auch ein bisschen lockerer, denke ich, zumindest anfangs gehandelt, als dann unsere Main-Gilde, wo wir ja auch ein paar Offiziere haben, die da immer schauen. Und hier ist dann wirklich ein bisschen Twinken auf entspannt, ja. Und wer da jetzt neu oder alt reingucken möchte, der kann das gerne tun. Fühlt euch auf jeden Fall frei. Junge, waren das viele Skelette? Was ist los? Holy shit. Du willst dich testen, Nereo, du hättest direkt Bock. Okay, diesmal kann ich ja... Ey, neuer Diener beschworen, let's go. Diesmal kann ich ja auch gar nicht so viel auswählen, ne? Also sonst konnte ich immer sagen, ey, die Fragen, die sind viel zu leicht. Wir blättern die Karten nach hinten, jetzt habe ich aber nur noch zwei. Da haben wir immer die Fragen genommen vom WoW Trivial Pursuit, was passend zu Remix aus der MOP-Ära stammt. Und da mussten wir natürlich einige Fragen ein bisschen, ich sag mal, modifizieren, ja, und schauen, dass wir je nach Kriegshäuptlingsanfrage oder Fraktionenbündnissen und so dann immer schauen, dass wir dann entweder sagen, wie war das zu MOP, bedenke das, oder dass wir versuchen, die Frage an sich zu aktualisieren. Ja, aber eins von beiden musste häufig passieren, weil seit Stand MOP hat sich doch ein bisschen was verändert, könnte man sagen, ja. So, was haben wir hier denn noch? Intelligenz, Ausdauer, ja, schön hier das Heftchen, Junge, das Hochglanzmagazin des Besserwissers. Da sehe ich mich. Und was ist das? Der rote Hering des Anstrengers, ausgezeichnet. Aber ich brauche Lagerfeuer, ja, mehr Lagerfeuer, let's go. Main spiele ich auf EU4 und Twinken tun wir jetzt auf EU12. Ja, da haben wir die letzten Wochen und Monate viel rumprobiert. Da habe ich mich in den Totenbeschwörer verliebt. Darum sind wir mit dem jetzt hier auch ein bisschen am Stizzeln. Gucken wir, was wir mitnehmen können. Jaslyn, Shion, hi. Bei welchen Körperteilen sind wir denn mittlerweile? Ich kenne auch Beini und Füßi. Stimmt. Bauchi war noch im Gespräch, ja. Und das waren ja aber nur die WoW-Abteilungen. Also bei Shake sind wir ja in diese Problematik noch gar nicht reingefahren. Und schon wieder Feuer, hör mal. Nereo, ich würde sagen, wir starten mit deiner Karte. Also wer noch gar nicht bei den Shakes-Folgen reingeschaut hat. So eine Karte hat in der Regel 6 Fragen. Und das kann natürlich jeder mitraten, wie er möchte. Die Fragen gehören in der Regel zu verschiedenen Kategorien. Ne? Wir haben sowas wie Geografie. Wir haben sowas wie Fraktionen, wir haben sowas wie Dungeons, Beute, Lore. Also im Grunde alles Sachen, bei denen ich denke, die meisten sind da fit und können nicht überrascht werden. Es gab aber dennoch Elemente und Fragen, die uns alle gleichermaßen überrascht haben. Ne? Ich glaube, du kannst mit den Karten dann wieder von vorne anfangen. Bei der Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Spielers heutzutage. Ja, das gute TikTok-Brain, ne? Das vergisst auch schon die Frage jetzt beim Vorlesen, ja. Ich kenne dieses Problem von einem guten Freund, ja. Oh, was ist hier los? Bonusfortschritt für die Dailies, jawohl. Die finden wir immer auf dem Marktplatz, ne? Wenn wir hier einfach zumachen, haben wir hier den Marktplatz mit den absolut Wachen, höhö. Und hier haben wir diesen Gaukler-Goblin. Da kann man auch immer ein bisschen Bonus-Stuff noch abholen, aber fürs Event hier schauen. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und dann starten wir mit der ersten Frage für Nereo. Sie lautet, Fizzle und Posix Turbodampfer treibt in welcher gefluteten Zone von Kalimdor rum? Wo finden wir Fizzle und Posix Turbodampfer? Ich glaube, da kann man drauf kommen,
Wenn die Frage ein bisschen anders gewesen wäre, also sowas wie, wer sind Fizzle und Possig, dann hätte es, glaube ich, anders ausgesehen. Ich denke aber, in dieser Form ist das auf jeden Fall hinzubekommen. Wenn ich schon den Namen höre, kein Plan. Ah, Nereo, ich glaube, du weißt das. Überleg nochmal. Turbodampfer, Fizzle und Possig. Weil ich glaube, allein mit deiner Aussage, wenn ich die Namen höre, kannst du drauf kommen. Aber wenn nicht, natürlich kein Problem. Ersten Dungeon-Schlüssel haben wir. Jawohl, aber in Dungeon traue ich mich mal noch nicht rein. Haben wir neue Klamotten bekommen? Ausdauer statt Geschicklichkeit. Intelligenz geht runter. Rüstung und Ausdauer statt Geschicklichkeit. Ja, glaube, das können wir machen. Rüber hier und schön in Int erstmal reinbuttern. Schmeckt. Schmeckt, schmeckt. Junge, wie wenig das noch kostet am Anfang, ne? 3 Gold 55. Alter, ich scheiß mir ein. Was für Klassen es gibt, da können wir gerne mal schauen. Die habe ich auch nicht alle im Kopf, die wurden ja auch ergänzt mit der Zeit. Wir haben Kampfmagier, wir haben den Berserker, wir haben den Druiden als Gnom, Blizzard, mache Notizen. Wir haben den Dämonenjäger, wir haben den Barden, schön hier mit der Gitarre dabei. Wir haben den Negro, den wir gerade spielen, den klassischen Krieger, den ebenso klassischen Magier, wie auch einen klassischen Kundschafter, ne, schön mit Bogen. Wir haben den Assassinen mit einer sehr spannenden Mechanik. Der schlägt mit beiden Waffen tatsächlich zu. Ja, so hat jeder auch seine Eigenheiten dabei. Und dann sind wir auch schon wieder am Anfang. Also durchaus ein nettes Repertoire, würde ich sagen. Ne? Kann man definitiv mitarbeiten. Wirklich nicht, die Namen kenne ich nicht. Kein Problem. Passiert, haben wir eine ganz schön große Welt. Gemeint ist aber 1000 Nadeln. Genau, viele haben sich erinnert, aber nicht alle. Ja, so sind Fizzle und Possig mit ihrem Turbodampfer, der da rumschippert, seit die Zone mit Kataklysmen überflutet wurde. Ja, so bekannt sind sie dann auch nicht geworden. Ne? Ja. Du kannst ja auch männlich-weiblich aussuchen. Genau, das können wir ja tatsächlich auch nochmal zeigen. Siehst du, hier ist gerade die Eventmeldung. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen zum Beispiel einen Assassinen, bupp. Dann hast du hier männlich-weiblich Auswahl, kannst dir einen Namen aussuchen oder dann auch random generieren lassen. Ne? Dann sagst du, ich bin Omega Jerkebett. Dann kannst du hier deinen Server aussuchen und dann hast du hier auch eben deine Völker und deine Customize-Optionen. Ja? Also das ist ganz sweet gemacht eigentlich in der Form. Jo, was hast du gemacht? Auf die Uhr? Ah, okay. Auf die Uhr geschaut. Shai kam gerade so wupp, ganz kurz mal reingelunzt. Darum im Rahmen der Möglichkeiten eigentlich ganz sweet gemacht, ja. Ja, das Dingen, das ist ein Poolbecken geworden. Ja, ich meine, 1000 Nadeln, man erinnert sich daran, gerade aus dem Cutter Cinematic war das eine sehr eindrucksvolle Szene. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man diese Zone irgendwie regelmäßig besucht, ne. Die waren auch vorher auf der Rennbahn, ich glaube ja. Die nicht ertrunken sind, so ein paar hat man ja gerettet, ne. Ein paar musste man dann ja irgendwie beim Tauchen da mit so einem Kabel wieder nach oben ziehen, ne? Mit so einer schönen Seilwinde. Aber ein paar, dank der goblinischen und gnomischen Ingenieurskunst, konnte man tatsächlich durch den Kataklysmus hindurchgeleiten. Wir kommen zur nächsten Frage von dieser Karte. Und diese Frage lautet: Welches ist keine Art von Leder in WoW? Weiches, dickes, schweres oder unverwüstliches? Welches ist keine Art von Leder in WoW? Weiches, dickes, schweres oder unverwüstliches? Also ich war ja lange Zeit auf meinem Nachtelfenhunter Lederer Main, könnte man sagen. Aber ich hätte überlegen müssen jetzt. Also ich wäre das schön im Kopf erstmal durchgegangen. Ihr seid euch aber ziemlich sicher, Nereo auch, und sagt Weiches und das ist wahr. Und da hätte ich stark überlegen müssen. Ich hatte diese Lederfetzen im Kopf, die man manchmal hatte. Ja, diese leicht kaputtgeruppten, die auch ein bisschen aussahen, als wäre noch ordentlich Pelz dabei. Ne? Joscha, hi. Und es ist aber das Weiche. Absolut richtig. Bin Rogue Main, ich muss das wissen. Das ist der Lifestyle. Ein wahrer Rogue kennt nicht nur die Innereien seiner Gegner, sondern er kennt auch das Leder, das sie hinterlassen. Perfekt. So, wie machen wir weiter? Ich glaube, ich gamble mal schön. Oh, das wird aber knapp jetzt.
Oh, come on. Oh, der Dream, okay. Junge. Ja, Gambin kann hier in die Hose gehen, obwohl sie da, glaube ich, auf den ersten Leveln bei diesen Aufträgen, die wir hier erfüllen, auch noch ein bisschen gnädiger sind. Also auf dem Main habe ich manchmal das Gefühl, oder ich verkacke, weil ich abgelenkt bin, klicke ich mal das Falsche an, keine Ahnung. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, es ist doch schwieriger geworden. So schwierig, wie das richtige Anklicken der Symbole hier natürlich sein kann. Na. Rincewinds Tour ist auch drin, aus magischem Birnbaumholz. Na guck, wo wir vorhin über Easter Eggs, wohin man schaut, gesprochen haben, ja. Da findet man wirklich, umso bewanderter man ist in verschiedenen Welten, wirklich hier einen Strom von Easter Eggs, ja, der dann auch einfach nicht abreißen möchte. Immer wieder ein Genuss. Ich erinnere mich an diese Märchen- und Weihnachts-Event-Dungeons, über die wir vorhin kurz gesprochen haben. Und ich habe, wow, Big Upgrade hier, geil. Und ich habe viel selber erkannt, aber ähnlich wie bei unseren Themok-Contests in WoW, waren dann doch ein paar Sachen, wo ich dachte, ist jetzt eine Eigenreaktion, und dann meinten einige, hä, das ist ja auch hier aus dem und dem Buch, das ist doch der und der Magier, das ist doch von die Zwerge oder wie auch immer. Das ist schon heftig, ne? Da muss irgendwann mal jemand ein Video machen mit allen Easter Eggs und Shakes und Fidget, und das ist dann irgendwie 7 Jahre lang oder so. Leicht, mittel, schwer, dickes, unverwüstliches, das waren die in Classic, da hilft SOD echt gut. Das habe ich auch immer noch nicht verinnerlicht, ne? Dass bei manchen Fragen oder auch bei manchen Themen, über die wir reden, natürlich viele Leute das dann aus nostalgischen Gründen im Kopf abgespeichert haben, so wie ich auch, andere das aber in Classic gestern vielleicht erst gespielt haben, ja? Das habe ich irgendwie noch nicht so verinnerlicht, wie man es vielleicht bereits hätte verinnerlichen sollen. Nun ja, Life is Pain, oder? Auch in Azeroth. Guck mal, wie wir hier Level machen, Bruder, let's go. Reihenfolge Lederfetzen, leicht, mittel, schwer, dick, unverwüstlich, mit BC-Kamm Knotenhautleder. Das kenne ich auch noch von den dicken Grollhufen vor allem, ne? Ja, 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 da war ich ja auch noch ein kleiner Farmerboy. Bevor ich es dann gelernt habe, habe ich gelernt, Berufe zu hassen, Junge. Perfekt. Hat mich dann nur bedingt weitergebracht in diesen Bereichen. Na, da war dann auch noch extra Grollhufleder auch noch. Leute, seht ihr, deswegen macht ihr das mit den Berufen. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, ne? So, einmal können wir, glaube ich, noch, bevor wir süppeln müssen. Jawohl, schön die verseuchten Quellen. Die wollen wir sehen. Her damit. Nice, fühlt sich immer schlecht an, die Dinger einzusacken, die eigentlich Minus geben. Aber Minus mal Minus ergibt ja am Ende trotzdem Plus, ne? Also hoffen wir. Boom. Ja, guck mal, zack. Das war ganz lecker eigentlich. Sehr gut, Stufe 13. So, ob wir uns schon in Dungeon trauen können? Bestimmt nicht, wahr? Ich bin zu greedy. Lass mal sehen, wie doll wir bei einem Gespenst auf die Fresse bekommen. Oh! Oh, wait a minute! Wenn da unsere Diener gut procken, was sie überhaupt nicht tun gerade, was soll das denn? Hey, 50% Chance. Oh nein. Das ist ein Mage, ne? Oh nein, das war direkt ein Magier. Ah, aber umso besser, wir haben ihn direkt besiegt. Hier drüben übrigens die Minen von Gloria. Auch garantiert kein Easter Egg oder so. Was haben wir dann? Den bissigen Köter, mal sehen. Oh, da procken wir direkt. Yo, die Rache. Proc into Block. Sein Angriff aber auch geblockt. Guck mal, unser kleiner Fleischgolem. Der kann ja auch die Angriffe blocken. Ist das nicht geil? Aber nicht so oft, wie ich es gerne hätte. Oh, ich glaube, bei dem Bruder brauchen wir noch ein bisschen. Aber ich feiere die Animation komplett. Lebe ich ja auch in WoW, ne? Gib mir irgendeinen Schmuck, der irgendwelche Begleiter beschwört, die dann explodieren oder dir ein Schild geben oder so. Und leider passiert das nicht häufig, aber wenn doch, dann freue ich mich wie ein kleines Kind. Jetzt mussten wir den Butler zusammenbauen hier, genau. Bau dir einen Freund, da ist er. Sieht auf jeden Fall sehr gesund aus, der Bruder. Der sieht aus wie ich in der Woche, nachdem das neue WoW-Addon gehittet ist. Da gucke ich auch so, wenn ich irgendwie die Tür aufmachen muss, Junge. Wenn der Pizzabote kommt, ne, dann gibt es kein Drumherum. Stärke, Glück, Glaube, das können wir auch gerade alles noch verticken. Mehr Int brauchen wir, jawollo. Aus der Scheibenwelt, ja, zum Beispiel auch, ne. Genau, genau. Wollte ich mich auch immer mal mit beschäftigen, aber wie es so ist mit all den Sachen, mit denen man sich mal gern beschäftigen möchte, ja. Ich glaube, ich habe das Expeditionssystem noch nicht ganz verstanden. Nach welchen Kriterien klickt ihr immer? Also ich versuche vor allem, die Quest fertig zu bekommen,
beziehungsweise genau, wie Turaino sagt, zu versuchen, irgendwie diese 40-50-Punkte-Marke zu knacken, ne? Darum ist es eigentlich immer sinnig, der Quest zu folgen. Truhen nehme ich eigentlich nur mit, wenn die aufgrund von Events dreimal so viel Beute haben wie normal oder es sich halt überhaupt nicht anders ergibt. Und ich habe auch gelernt, diese Wanted-Poster mitzunehmen, insofern ich noch genügend Lichtungen habe, sodass die auch garantiert mit reinrechnen. Dann bringt ihr so ein Skelett statt 3 auf einmal 13 Punkte oder so. Aber das ist immer ein bisschen abhängig von dem Raum, den man noch hat und auch den Punkten, die man schon sicher hat. Und was gerade nach viel Mathematik klingt, ist eigentlich immer nur so ein Abwägen von, was ist gerade hier wieder, ne, zack, bisschen sinniger. Jetzt brauchen wir es logischerweise nicht mehr, weil jetzt sind wir fertig, also Schlüssel macht auch keinen Sinn, boom, Skelett into Boss, into Stiefel, into fertig. Ja, das wird mit der Zeit relativ intuitiv, da muss man am Anfang ein bisschen ausprobieren, ne, was für einen funktioniert und dann kommt man da eigentlich doch zügig rein. Der neue Film von und mit Kraft, wenn der Pizzabote zweimal klingelt. Dö. Man hat in der Form Cooldown, dass hier diese Bierleiste runterläuft, ja, die Abenteuerlust, das ist quasi die Währung, die du benutzt, um auf diese Abenteuer zu gehen. Die kannst du mehrmals am Tag auffüllen, indem du hier beim Wirt Bierchen trinkst. Dafür brauchst du diese Pilzressource, die kannst du für Echtgeld kaufen, bekommst du aber auch echt häufig hinterhergeschmissen. Du kannst dir später deine Items so verzaubern, dass du häufiger Pilze findest. Du kriegst sie bei Missionen, du kriegst sie bei Events. Du hast hier jeden Tag auch so einen Dreh am Glücksrad, wo Pilze bei rumkommen können. Also ist jetzt nicht so, dass diese Währungssysteme dich irgendwie blocken würden, ne, sodass du unbedingt reinpayen musst. Die können halt gewisse Prozesse beschleunigen, aber gerade wenn es um so Kleinscheiß geht wie hier, also wenn man da aktiv spielt, kommt man eigentlich auch in diesen Genuss von 10 bis 11 Bierchen, je nach Verzauberung auch auf deinem Gear, kann man auch manchmal mehr saufen und das kann man dann wiederum in diese Quests investieren. Ähnlich ist es auch bei Dungeons oder Fight-Aktivitäten, ja, du kannst im Grunde durchaus immer Versuche wagen und fighten, aber hast dann entweder einen kleinen Cooldown oder musst einen Pilz benutzen für den nächsten Try. Ja, ansonsten gibt es eben zum einen hier oben beispielsweise tägliche Caps und auch zeitliche Caps, die aber bei all den Aktivitäten, die man angehen kann, meistens nicht so auffallen, wie man vielleicht denken würde, weil du hast ja dann von Haustierkämpfen über Dungeons, Festungsausbau, Tavernenquests, Arena und Co. doch eine ganze Menge zu tun und da sind auch hier so 10 Minütchen eigentlich nur bedingt der Rede wert. Und auch für die Quests gibt es noch eine extra Währung, das sind hier diese Sanduhren. Die sogenannte Treibsanduhr der Ungeduld, die spamme ich eigentlich auch immer ganz gut rein bei den Abenteuern, weil die skippt dann auch diese Wartezeit. Sonst hat man ja, ich sag mal, so eine Hinlaufzeit zum Abenteuer und wenn man den Boss besiegt hat, nochmal eine Rücklaufzeit zur Taverne, die kann man damit aber auch skippen. Ja, also das sind so die Bonuswährungen, die die Sachen eben wirklich ordentlich beschleunigen können, an die man aber, finde ich, recht gut rankommt. Und die dich jetzt auch nicht komplett ausschließen, was ich dann richtig wichtig finde. Ja, ich habe zwar das Glück, immer gut mit Pilzen versorgt zu sein, aber wäre dann echt scheiße, wenn man jetzt sagen müsste, also wenn du nicht 50 Euro jeden Tag reinbutterst, brauchst du gar nicht spielen. Da sind wir meiner Meinung nach sehr, sehr weit von weg. Und auch wir haben in der Gilde Leute, die sind höher gelevelt als ich und die haben nicht reingepayt, wie auch immer die das gemacht haben. Zauberer, sage ich immer. Zauberer. So, wir kommen zur nächsten Frage. Und diese Frage lautet, oh, die ist heftig. Weiß ich nicht, ob ihr die beantworten könnt. Wie heißt der Sohn von König Varian Vryn? Das ist schon krass, ne? Also, der ist ja auch sehr unterrepräsentiert, so im Fandom allgemein. Den hat man ziemlich lange nicht gesehen. Ist locker 20 Jahre her. Arthas, ja. Holger wäre auch gut. Imagine, Holger Vryn. Die Zukunft der Blutlinie. Oh, ich gamble ein bisschen. Oh, und das Gamblen wird belohnt. Ja, Mann. Sehr, sehr gut. Und auch wenn mir Helmut, Jörg und Hogger sehr gefallen würden, ist es natürlich Anduin. Ja. Anduin ist unser Boy. Der Boy King. Ja, wobei, mittlerweile ist er vielleicht nicht mehr das, ja. Ist nur noch der Boy-Boy oder der King-King, ja. Die nächste Frage, gleich im Anschluss. Wie lautet der Name von Thralls berühmten Hammer? Mittlerweile
muss man da einen kleinen Veto einlegen, ob man den noch so bezeichnen kann im Moment, weiß ich nicht. Aber wie lautete der Name vom Hammer, dem berühmten, den wir mit Thrall assoziieren, auch wenn es ja zwischenzeitlich nicht ganz so gut gelaufen ist? Ich musste so weinen bei der neuen Kurzgeschichte, die hat es aber wirklich in sich gehabt. Ja, also da bist du definitiv nicht alleine mit. Ich musste beim Einlesen auch ein bisschen schwer schlucken. Erstmal noch eine Trinkpause mehr machen, ne? Gerade wenn du dich dann noch so reinfühlen willst in die Charaktere beim Vorlesen, das war echt harter Tobak, ja. Das hatte ich so tatsächlich auch noch nicht. Kothilde. Junge, hatten wir vorhin einen Zwerg, der hieß Kothilde. Ich glaube, die sollte man anders aussprechen. Heißt er wirklich Elaine? Nee, ich glaube, das war nur jetzt eine Schreibinterpretation von Lane, den man ja Lelaine schreibt, ne? L-L-A-N-E. So, Anduin Lane Vryn, so wie früher dann König Lane, ja. Lelaine. Lelaine. Und Leloid. Nereo lädt Schicksalshammer, ganz genau. Der Doomhammer, die berühmte Waffe von Sralisral, obwohl ich den Entenhammer auch sehr schön gefunden hätte. Mr. GM hatte gestern eine Umfrage auf Twitter. Diese Woche Beta, was würdest du sagen? Diese Woche oder nicht? Ja, das Problem ist, irgendwie denke ich das schon seit fast einem Monat jetzt mittlerweile, ne? Und irgendwie bleiben sie doch in dem Alpha-Stand, obwohl sie schon sehr, sehr weit sind, muss man sagen. Und darum bin ich mir total unsicher. So, was wird jetzt als nächste News droppen? Ich denke, sie haben da marketingtechnisch gut verteilt, wie sie die nächsten Wochen überbrücken. Weil jetzt ist Cutter raus, jetzt ist Remix raus. So, jetzt lauern die Leute eigentlich am meisten auf ein Release-Datum für TWW. Dann lauern viele auch auf die Beta und viele lauern auch auf die nächste SOD-Phase. Ja. So, wie verpackst du das jetzt in die nächsten Wochen? Wisst ihr, wie ich meine? Da bin ich mir unsicher, weil sie werden vermutlich nicht alles auf einmal machen. Und ich fühle mich auch nicht in der Lage, jetzt irgendwie gewinnbringend abzuwägen, was davon jetzt die Priorität besitzt oder auch nicht. Ich selber würde mir als erstes Release-Datum wünschen, dann Beta-Start und dann eine SOD, aber nicht, dass SOD dann ausstirbt nebenbei, ne? Ist jetzt schon gefährlich so. Also, ich bin mir unsicher. Ich hoffe einfach, dass es zeitnah passiert. Und ich denke, das ist durchaus realistisch. Ja, und wenn nicht diese, dann wird es mit der nächsten Woche eigentlich Zeit. Jetzt habe ich mich fast selber gebaitet hier, habt ihr gesehen? Mit meinem ganzen Plakatwahn. Dabei will ich eigentlich die Feuer hier bevorzugen. Und am Ende nehmen wir den noch mit. So, egal, da sind wir über 40. Yes, geil. Du hast Tipps zum Speedleveln? Die kannst du super gern teilen, ja. Ich habe gerade überlegt, ob es sinniger wäre, die vielleicht innerhalb von Shakes als Post zu schicken. Aber dann dachte ich mir, warum? Kannst du eigentlich auch super gern auf Twitch teilen, würde ich sagen. Wieso denn nicht? Der Naturfranz, Hallöchen, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Interessant, dass sie Doomhammer mit Schicksalshammer übersetzt haben, statt Verdammnis oder ähnlich. Ja, das ist wahr. Aber da sind ja einige Lokalisierungen, gerade auch aus der frühen Zeit, ich sag mal, interessant gewählt, ne? Oh, da haben wir einen neuen Schmuck bekommen. Der brettert bestimmt auch gut rein, hier mit der Gnomenmusik dazu, oder? Da kann eigentlich wenig schief gehen overall. So, ist SOD nicht jetzt schon tot? Mann, die armen SODler, also tot würde ich nicht sagen, aber es zieht sich schon recht lang, die Phase, ja. Die Leute brauchen Neues. Das Gute ist, dass WoW generell tot ist, ja. An sich ist das dann eigentlich was Lebendiges wieder, ne. Aus Minus und Minus macht Plus und so. Release-Datum wegen Urlaubsplanung, ne. Darum könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da eigentlich als erstes rausknallen. Weil ist ja immer ein gutes Zeichen auch, ne. Und dann Beta-Start und dann SOD oder andersrum. Es ist nach wie vor viel in Bewegung. Ja, vielleicht droppen sie vorher noch 5 neue Kurzgeschichten. Also, keine Ahnung. Es kann alles passieren momentan. Ne? Im Hause Blizzard. Oh, 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 Bruder. Da ist was los, sage ich dir. Wir sammeln erstmal noch schön die Schweinchen ein. Und dann kommen wir zur nächsten Frage und zum Tipp von Turaino. Wo ich bestimmt auch wieder schön was lernen kann. Da bin ich ja in vielen Bereichen noch Azubi, ja. Aber
Nächste Frage. Welcher alte Gott ist im Tempel von An-Kirash zu finden? Na, da stimmen wir uns vielleicht auch schon ein auf TWW, ob es uns gefällt oder nicht. Welchen der vielen hatten wir denn da? Das Wichtigste zum Leveln ist ein Sammelalbum. Ja, na klar, da bekommt man voll viel, indem man gegen andere Spieler fightet, nicht nur Arena. Jedes Item da drin gibt dauerhaft mehr EP. Das Buch kann man ab Level 10 im Magic Shop kaufen. Das habe ich alles ja noch gar nicht, ne? Diesen Spiegel, den man zusammensitzt, das Sammelalbum. Boah, das ist mega, dass du es ansprichst. Ich erinnere mich. Ja, genau. True, im Magic Shop. Das heißt, es müsste hier irgendwo aufploppen dann. Und dann kann ich es mitnehmen. Und dann kriege ich diese heftigen Bonus-EP. Dann sammelt man da, ne? Ist quasi wie früher die Stickerheftchen, wo man dann von Fußballern oder Pokémon alles so eingeklebt hat. Nur, dass man hier dafür richtig Bonus-EP bekommt, ne? Für alles, was damit reinfließt. Nice, dankeschön. Kasun wird geschrieben, der olle Luftballon, ganz genau. Kasuni, der macht wieder Auge, Junge, ich werde rasend. Die haben PvP in SOD echt hart versaut. Irgendwann war bei vielen die Luft raus, macht halt Bock 5 gegen 1 Shami und Shami Win mit 100% EP. EP, jetzt bin ich so im Sammelalbum drin. Da ist es schon. Jawohl, kostet 25. Fürchte, dann müssen wir doch mal eine Mission spielen, aber da ist es sehr, sehr geil. Dann süppeln wir noch mal was hier und dann Abfahrt. Ja, also SOD, da hatten die Entwickler jetzt nach dem ganzen Geballer auch ein bisschen Urlaub, hatte ich gelesen. Ne? Die sind ja auf Twitter sehr aktiv, gehen auch sehr aktiv auf Feedback ein, das finde ich auf jeden Fall stark. Aber die Unzufriedenheit blieb irgendwie trotz der Kommunikationsbereitschaft sehr, sehr greifbar. Oh, jetzt habe ich reingeschissen, oder? Na, nur fast. Okay, nur ein bisschen. Und es gab dann irgendwie so Konzepte und Ideen, mit denen sie gespielt haben. Ne? Sie haben versucht zu teilen, woran sie arbeiten, welche Prozente sie rumschieben und, und. Und dennoch, ja, haben die Leute geschrieben, cool, dass ihr euch meldet, cool, dass ihr das probiert, aber irgendwie, so. Dann wurde die nächste Phase verschoben, dann kam Cataclassic, ne? Dann sind da viele rüber und alles ein bisschen seltsam momentan. Also tut mir fast ein bisschen leid für die reinen SOD-Spieler, ne? Als jetzt jemand, der alles von WoW irgendwie zelebrieren kann, springst du halt wirklich bei den Versionen hin und her. Aber wenn du da jetzt deine Version gefunden hast und dann bröckelt da doch so ein Stück weit das Fundament weg, was ich dann ja doch in der Gilde und der Freundesliste bemerkbar machen kann. Ja, ärgerlich, ne? Ärgerlich. So, da ist es, unser Sammelalbum. Jawohl, vielen Dank. Und da kommen jetzt auch die Erfolge rein hier. Hey, Mann. Junge, ich wusste gar nicht, dass Prynamic auch in Shakes and Fidget verewigt ist. Grüße gehen raus. Sehr, sehr gut. Na, schau mal. Da häufen wir die EP an. Modrolox mit der 17. Vielen Dank. Ist Shakes and Fidget sehr pay to win oder ist es moderat? Sehr moderat in meinen Augen. Also ich habe jetzt auch längere Zeit, weil ich immer gut versorgt bin, das möchte ich fairerweise dazu sagen, die Nicht-Rein-Payer-Variante echt lang nicht kennengelernt und kann deswegen nur von denen erzählen, die ich in der Gilde beobachte oder auch von denen, die dann immer mal wieder berichten bei uns im Chat oder im Discord oder. Und du kannst sehr gut vorankommen und eine sehr spaßige Zeit haben. Du bist halt nur in einigen Bereichen ein bisschen langsamer. Ja, mit Hinblick auf, du kannst jetzt hier natürlich in der Arena fighten, ne, let's go. Willst du dann aber nochmal fighten, musst du 10 Minuten warten oder einen Pilz reinböllern. Ja, du kannst Pilze natürlich kaufen, kannst sie aber auch bei Abenteuern finden, beim Glücksrad gewinnen, bei Events irgendwie zuhauf verdienen und. Ja, du kannst dann in Dungeons tryen und kannst sagen, okay, ich fighte jetzt. Und das läuft und dann kannst du zum nächsten Fight, naja, entweder du wartest 40 Minuten oder haust einen Pilz raus. Ja, und das läppert sich natürlich mit der Zeit. Aber gerade wenn man immer nebenbei spielt, vielleicht jeden Tag überall einen Try reinbuttert, ja, dann rechnet sich das zum Beispiel gegen, ohne größere Verluste zu empfinden. Schwierig wird es dann natürlich, mit wem du dich vergleichst, ja, wie Turaino gerade sagt, genau. Also wenn du versuchst, auf Server Platz 1 zu kommen, dann wird es natürlich schwierig mit diesen Wartezeitfenstern, ja. Aber overall kannst du im Grunde alles machen. Nur die Geschwindigkeit ist häufig das, was hier dann ein bisschen aus den Segeln genommen wird. Wo ich aber gleichermaßen generell finde, dass Shakes and Fidget jetzt sowieso durch die generell täglichen Caps, also jetzt, ich
kann nicht mehr weiter trinken und Abenteuer machen. Es ist durch jetzt, egal wie viel ich da reingepayt habe oder nicht. Dass es zum Reinsuchten ja sowieso, was heißt nicht gemacht ist, also auch je nachdem, womit du es vergleichst, wenn du bei WoW reinsuchtest, ist es ganz anders als hier eben auch. Ne? Deswegen, ja, finde ich es tatsächlich absolut moderat und sehr verhalten. Und auch bei uns in der Gilde doch viele dabei, die ohne Pilze besser performen als ich, was mir irgendwie auch zu denken gibt. Aber es ist auf jeden Fall möglich, eine sehr gute Zeit zu haben. Der Problembär, da ist er weg. Damit Stufe 17 und damit auch, ne, Questgeber sind verschwunden. Die Abenteuerlust für heute soweit aufgebraucht. OP oder Unbalance ist ja normal, aber wenn die Unterschiede irgendwo bei einer Klasse gottgleich ist und alle anderen nur sterbliche Mobs sind, dann hast du eben sowas wie 7 bis 8 Charmies im Raid und 2 Randoms, ja, und das ist dann natürlich echt kacke, ne? RIP Problembär an dieser Stelle. Dann, Freunde, haben wir noch eine letzte Karte. Nee, stimmt gar nicht. Eine haben wir noch fürs nächste Mal. Aber wir haben noch eine letzte Frage für die Karte von heute. Und sie lautet: Die Schlachtzugsbegegnung in der Eiskronenzitadelle mit dem grünen Drachen Valitria Traumwandler ist erfolgreich geschafft, wenn was passiert? Boah, das ist schon evil, oder? Naja, wobei, ist es das, habe ich vorhin beschrieben. Wäre evil, aber wir hatten ja Wotelka Classic. Darum glaube ich, dass es mittlerweile locker doppelt so viele Leute wissen, wie bevor wir Wotelka Classic gehabt hätten. Mal sehen, was ihr sagt. Und vielleicht boxen wir den Wiedergänger noch weg, aber das... Oh, das sieht nicht gut aus. Mal gucken. Wenn man gegen sie im 3D-Schach gewinnt, genau, ziehen sich beide so eine Weste an und auf geht's ins Lasertag, ne? Das war ein Heilboss, sagt Nereo. Heilung, I guess. Ganz genau. Die muss man voll heilen oder kann auch mittlerweile für einen T-Mog-Farm an ihr vorbeilaufen. Ne? Das ist auch so eine Möglichkeit. Und dann einfach direkt zu Syndragosa. Aber willst du an ihren Loot ran, dann brauchst du ein bisschen Heilung. War einmal in ICC, weil mir langweilig war. Geil. Guckt mal, was wir für einen süßen Hund beschworen haben. Toll, aber ich glaube, für den Bruder... Da werde ich noch ein bisschen brauchen, obwohl ich so schöne Skeletthände hier beschwöre. Naja, passiert wohl den Besten. Wenn ich auch so viele Pilze wie du hätte, dann würde ich das auch 24/7 zocken. Das macht natürlich vieles angenehmer. Ja, ich sage ja immer, ich spiele es, bevor ich morgens ins Bett gehe, ja, während das letzte Video noch hochlädt oder wir noch eine Folge King of Queens gucken, ich schon die Zahnbürste so halb im Mund habe, ja, dann gibt es nochmal eine Runde Shakes, Gilde checken, Dailies machen und. Und dadurch, dass ich dann alles rigoros durchballern kann, ist es natürlich deutlich schneller. Ne? Und man ist ein bisschen flexibler, weil man weiß, gut, 10 Minuten und gib ihm. Wo es natürlich anders aussieht, wenn du jetzt 40 Minuten warten musst. Ja. Dementsprechend ist da das Spielverhalten natürlich schon so ein bisschen dran gebunden, aber habe ich auch früher nicht als Downer empfunden, ne? Weil wir es ja auch viel nebenbei gespielt haben. Wie sage ich immer, langer Greifenflug, lange Invite-Wartezeit und dann haben wir schön im TeamSpeak 2 gehockt, ne? Und nebenbei die Browser-Games gepimmelt, Junge. Und da hat das wunderbar gepasst, ja? Dann hast du alles gemacht, dann kam Dungeon-Invite, so, dann war der Dungeon oder der LFR durch und in Shakes war auch wieder alles ready. Das kann wunderbar ergänzend sein. Jo, Freunde, da ist die Musik auch schon aus. Tatsächlich, wir sind am Ende unserer heutigen Runde tatsächlich schon wieder angekommen. Und wir haben ja auch selber perfekt getimed. Ne? Also, wo wir gerade von Timing reden, Taverne ist leer. Und wir haben schön mal ein paar Tipps bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ich werde mal gucken, dass ich den noch ein bisschen weiterspiele. Und wir dann, wenn wir uns das nächste Mal hören, hier auch eine Gilde machen. Ja, wer also schon mit anfangen möchte auf EU12, will jetzt irgendwie noch nicht mit Stufe 17 hier im ersten Stream dazu die Gilde machen, sonst hat das immer so den Beigeschmack, ja, wir machen jetzt die Gilde on Stream und dann spielt niemand je wieder diese Chars, da würde ich gerne ein bisschen mehr schon anbieten können von mir selber, wisst ihr, wie ich meine. Darum verschieben wir das einfach aufs nächste Mal und bis dahin gucke ich mal, was noch so geht und vielleicht sehen wir uns dann ja auch online, ne? EU12 und EU4. Die beiden Server, wo ich auch unterwegs bin, auch die beiden Server, wo beispielsweise meine Codes, Ausrufezeichen, Shakes noch ein paar Tage laufen, könnt ihr euch gerne mit austoben und dann freue ich mich, wenn wir uns da oder die nächsten Tage auch hier im Stream wieder gesund und munter wiederhören.